Katja! Martin! Hallo! Du kannst dir nicht vorstellen, wo ich herkomme. Du erinnerst dich doch noch an die Beförderung, für die ich mich beworben habe, um unser Projekt voranzutreiben. All die Überstunden, die wir gemacht haben, die Fortbildungskurse, um besser zu werden. Er ist nicht geworden. Ich denke, dass es dieser Neue geworden ist. Wie heißt er noch? Henry. Ja. Seit er da ist, hat er sich bei allen im Management angeschleimt. Und weißt du, dadurch verliere ich meinen Parkplatz. Der ist nämlich mit im Angebot. So ein Mistkerl. Henry hat die Beförderung nicht bekommen. Ich schon. Du hast sie bekommen. Was glaubst du, warum ich die ganzen Abende damit verbracht habe, Überstunden zu machen und auf diese ganzen Fortbildungen zu fahren? Du hast die Beförderung bekommen. Ja. Und die gute Neuigkeit ist, dass das Projekt genehmigt worden ist und dass wir ab sofort weiterarbeiten können. Das Projekt, das du jetzt leitest? Unser Projekt. Das Projekt, das wir zusammen angefangen haben und in das wir unser ganzes Leben investiert haben. Du musst das alles gar nicht so negativ sehen. Es ist genehmigt worden und wir können ab Montag Vollzeit daran arbeiten. Montag schon? Ja. Wir sollten das feiern. Ja, das denke ich auch. Was machst du eigentlich unten? Ich habe meinen neuen Parkplatz angeschaut.